Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bringen heute hier einen Antrag ein, der einen Bereich der Landwirtschaft thematisiert, der mit am stärksten vom Strukturwandel betroffen ist. Wir haben in Deutschland innerhalb der letzten 20 Jahre 80% der sauenhaltenden Betriebe verloren. Und für Nordrhein-Westfalen ist das insofern auch ein wichtiger Bereich, weil jeder dritte Betrieb, der Sauen hält in Deutschland, hat hier in Nordrhein-Westfalen seinen Standort. Wir haben mittlerweile eine so starke Veränderung in diesem Bereich, dass wir vor 20 Jahren hatten wir vielleicht 1 Million Importferkel aus Dänemark, aus den Niederlanden. Mittlerweile sind es über 11 Millionen. Über 11 Millionen Ferkel, die hier nach Deutschland und vor allem auch nach Nordrhein-Westfalen importiert werden. Wir sind der Meinung, dass es gibt zwei Strategien, da unterscheiden wir uns. Es gibt die eine Strategie zu sagen, wir wollen mit unseren Produkten am internationalen Markt bestehen können. Wir glauben nicht, dass diese Strategie außer bei wenigen Spitzenprodukten wirklich erfolgreich sein kann. Wir glauben stattdessen, und das zeigt auch die Verunsicherung der Landwirte in den letzten Jahren, dass diese Strategie nicht funktioniert hat. Wir glauben stattdessen, dass wir zumindest für einen erheblichen Teil der Betriebe das Angebot machen müssen, dass sie ihre Produkte regional anbieten können, mit einer klaren Kennzeichnung anbieten können. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Ferkelherkunft klar gekennzeichnet ist und nicht verschwurbelt wird, wie das zurzeit der Fall ist. Wir wollen, dass am Ende an der Fleischtheke, wie es bei Rindfleisch auch möglich ist, klar gekennzeichnet ist mit 4x D, dass das Tier in Deutschland geboren, in Deutschland aufgezogen, geschlachtet und zerlegt worden ist. Da ist eindeutig im Moment eine Schwachstelle, das gehört geändert. Ich glaube, Frau Bartermann-Kreis hat es eben auch schon erwähnt. Wir haben mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik haben wir einen Leitfaden bekommen, der uns allen in den nächsten Jahren zur Orientierung dienen wird. Wir diskutieren ja auch mit der CDU nicht mehr darüber, ob der Umbau der Tierhaltung passiert. Da gibt es auch aus Ihrer Fraktion, weiß nicht, aber aus Ihrer Partei viele Stimmen, die genau das sagen. Das wird kommen. Die Frage ist eigentlich nur noch, wie gestalten wir das und in welchen Zeiträumen lassen wir das ablaufen. Und wir wissen miteinander alle, dass unsere Bevölkerung bestimmte Erwartungshaltungen hat an Tierhaltung, dass sie am Ende eben wollen, dass Tiere mehr Platz in den Ställen bekommen. Sie wollen, dass die Kühe auf die Weide kommen. Und dann müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass das dann am Ende auch über Kennzeichnung für die Menschen erkennbar ist, dass sie dann die Produkte auch entsprechend wählen können und dann natürlich auch den Mehraufwand, den Landwirte damit haben, dann auch finanzieren. Wir haben im Antrag 4 Punkte aufgelistet, die unserer Meinung nach jetzt wichtig sind, dass wir sie angehen müssen. Dazu gehört natürlich, und das ist ja die Verunsicherung an der Stelle bei den Sauenhaltern, wie setzen wir das Magdeburger Urteil zu den Kastenständen um? Und da zitiere ich an der Stelle dann den Minister, der jetzt wiederholt schon gesagt hat, wir müssen in der Landwirtschaft mal endlich vor die Zeit kommen. Wir laufen immer Gerichtsurteilen hinterher. Wir nehmen Gerichtsurteile zur Kenntnis, die feststellen, dass irgendetwas wieder tierschutzwidrig ist und nicht passt. Und dann gucken wir, wie reparieren wir das denn dann? Und es wäre notwendig, dass wir endlich eine Vision entwickeln, Tierhaltungsstandards auch in der Schweinehaltung so haben, gemeinsam miteinander hinkriegen, dass wir dann auch mal für 20 Jahre endlich Ruhe haben und Verlässlichkeit für die Betriebe entwickeln. Ich glaube, wenn wir die Haltungsbedingungen beim Produkt endlich klar kennzeichnen und da wird der Weg der Initiative Tierschutz nicht reichen. Wir brauchen eine klare Kennzeichnung für jedes Stück Fleisch. Wie ist es aufgezogen? Das muss da draufstehen. Die Verbraucher sollen sich bewusst entscheiden können. Dann wäre das ein Schritt, der vielen Betrieben am Ende helfen wird, weil da ein Mehrerlös aus unserer Sicht erzielbar ist. Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Politik bei diesem Umbauprogramm. Die Gelder müssen zur Verfügung gestellt werden, dass die Betriebe ihre Betriebe umbauen können. Wir dürfen sie nicht allein lassen. Das wollen wir mit dem Antrag erreichen. Wir wollen das dann nach dem 14. Mai zügig umsetzen, was wir im Antrag beschrieben haben. Und ich bitte um Ihre Zustimmung für den Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rüsse.